Wer hätte das gedacht? Nach der Übergabe der Marke Volvo an den chinesischen Hersteller Geely ging es nach Jahren der Ratlosigkeit nun steil bergauf. Gerade der SUV-Boom beflügelt die Schweden und nun will die Marke auch im extrem wachsenden Segment der kleineren SUV noch einmal nachlegen und präsentiert den neuen Volvo XC40. Topseller könnte der neue leicht werden und damit den XC60 mit 16.820 Exemplaren im Jahr 2017 ablösen. Dafür tritt der neue XC40 aber gegen einige bereits etablierte Platzhirsche wie Audi Q3, BMW X1 und Mercedes GLA oder Range Rover Evoque an. Wie selbstbewusst Volvo den Wagen anbietet, zeigen die Preise und das vorläufige Angebot. Für einen Einstiegspreis ab 44.800 Euro stehen zunächst nur die Top-Versionen beim Händler. Es werden allerdings schnell noch kleinere Motoren folgen. Somit startet der Volvo XC40 am 10. März vorerst nur mit den beiden Top-Motorisierungen, dem 190 PS starken Diesel D4 und dem T5 Benziner mit 247 PS. Beide 2-Liter Vierzylinder sind immer mit Allradantrieb und 8-Gang-Automatik kombiniert und sind trotz der hohen Leistung eher komfortabel unterwegs. Wobei der Turbobenziner noch etwas spritziger daherkommt. Der Selbstzünder zeigt sich im Antritt mit 400 Newtonmetern ab 1750 Umdrehungen erwartungsgemäß dynamisch, wenn auch weniger laufruhig. Dafür ist er im Normverbrauch mit 5,0 Litern zu 7,1 Litern beim Benziner sehr viel genügsamer. Beide Aggregate erfüllen die strengere Euro 6D Abgasnorm, wobei im Turbodiesel eine SCR Abgasreinigung mit AdBlue Einspritzung, beim Benziner ein Partikelfilter für zeitgemäße Sauberkeit sorgen. Volvo ist derzeit auf der Erfolgsspur. 2,3% konnte man den Absatz 2017 im Verhältnis zum Vorjahr 2016 steigern und das ist immerhin etwas. Nun möchte Volvo dieses noch etwas erhöhen, also diese Absätze, und da soll dieser XC40, ein ganz neues Fahrzeug für Volvo in diesem Klein-SUV-Segment, natürlich helfen. Aber dieses Fahrzeug ist noch aus einem anderen Grund sehr, sehr interessant, denn Volvo hat ein interessantes Programm aufgelegt und das heißt Volvo Care. Was bedeutet Volvo Care? Viele Hersteller wollen derzeit vom Automobilhersteller auch zum Mobilitätsanbieter mutieren und das möchte Volvo auch. Das bedeutet, Mercedes hat es vorgemacht mit Car2Go, dass man andere Mobilitätskonzepte eben den Kunden auch anbietet, vor allen Dingen jüngeren Kunden, die nicht permanent ein Auto wollen. Und nun macht Volvo etwas Ähnliches, denn Volvo Care bedeutet, man kann dieses Fahrzeug für ca. 1,5% des Listenpreises pro Monat leihen, mieten, wie man das auch nennen mag, und zwar für eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren, das heißt 24 Monate. 1,5% bei einem Fahrzeug, was ca. 40.000 Euro kostet, hört sich sehr, sehr viel an. Das wären dann ungefähr 600 Euro im Monat, aber aufgepasst. Dieses Fahrzeug ist dann total versichert, es hat die Steuern bezahlt, es hat jeden Verschleiß, jede Inspektion, die Winterreifen sind mit drin, man muss sich um nichts kümmern. Und wer clever ist und vielleicht mal nachrechnet, was so sein eigenes Fahrzeug kostet, der kommt sehr schnell dahinter, dass dieses Angebot schon sehr interessant ist. Und man kann einmal im Jahr für eine Woche ein anderes Fahrzeug aus der Volvo-Palette seinen eigen nennen. Man kann damit mal herumfahren, in Urlaub fahren, Kurzurlaub, was auch immer. Und das ist natürlich auch ein schönes Bonbonchen. Wir werden natürlich ein Auge drauf halten, wie sich dieses Konzept entwickelt. Interessant ist, dass Volvo ein neues Kapitel in seiner Modellpalette aufschlägt. Der 4,43 Meter lange Fünfsitzer baut auf der neuen CMA-Plattform der chinesischen Konzernmutter Geely auf. Dies ist aber kaum zu erkennen.
Wie alle neuen Volvo trägt er die typische Scheinwerfergrafik im Thor's Hammer Design, ausgeprägte Karosserieschultern und die vertikalen Rückleuchten. Dazu gesellen sich allerdings auch einige Eigenheiten. So verleiht ihm die breite hintere C-Säule einen Hauch Coupé-Optik, allerdings auf Kosten der Übersicht. Auch den nach innen gewölbten Kühlergrill und die je nach Ausstattung schwarz oder weiß abgesetzten Dächer inklusive passender Außenspiegel hat man so noch nie bei Volvo gesehen. Dieser Wandel in der typisch nordischen Wahrnehmbarkeit wird im Innenraum richtig deutlich. Doch dazu später mehr. Insgesamt ist das Fahrzeug gut verarbeitet und zudem modern und gefällig. Die neuen Zielgruppen, die Volvo zur Erweiterung der Absätze braucht, werden mit diesem Design sicher leicht anzusprechen sein. Auf jeden Fall ist der XC40 von vorne sofort als letzter Vertreter der nordischen Automobilphilosophie zu erkennen. Dies gilt auch noch für das Heck. Die reine seitliche Betrachtung könnte allerdings auch ein japanisches oder koreanisches Modell vermuten lassen. Die Modelle mit dem XC auf der Heckklappe sind die wesentlichen Erfolgsgaranten für Volvo. Kaum ein anderes Modell aus unserem Haus steht typischer für die Marke. Und deshalb war es jetzt konsequent, dass wir vom großen XC90 über den XC60 auch nach unten gehen in das kompakte Segment der kleineren SUVs mit dem XC40. Und es wird einer der wesentlichen Wachstumstreiber in diesem und auch in den kommenden Jahren sein. Das Fahrzeug ist das erste Modell von Volvo auf der neuen kompakten Modulararchitektur, übernimmt aber alle Produktstärken, speziell bei Sicherheit, Komfort, Qualität von den größeren Fahrzeugen aus der 60er, 90er Serie, die aber auf einer anderen Plattform aufbauen. Mit dem größten Benziner, mit dem größten Diesel fangen wir an. Wir gehen aber mit beiden Antriebsarten weiter nach unten und werden dann ab Sommer auch einen kleinen Dreizylinder haben mit 150 PS. Und das ist das Einstiegsmodell in die Baureihe Volvo XC40. Beim Volvo Wintertest wird dann auch schnell deutlich, dass der XC40 trotz einiger Reduktion auf das Wesentliche auch als kleinstes Volvo SUV die Wintertauglichkeit beherrscht. Allradantrieb und gut dosierbare Gasannahmen machen den XC40 schnell zum Sportgerät. Je nach Untergrund und Bereifung ist der Wagen gut zu steuern und zeigt, warum bei Eis und Schnee im Norden häufig zügiger gefahren wird als bei den ersten Schneeflocken im mitteleuropäischen Straßenverkehr. Die Fahrzeuge haben die Fähigkeit, den Fahrzeuglenkern aber fehlt oft die Routine. Kommen wir noch einmal zu den inneren Werten des XC40. So wie er nun auf einer Geely-Plattform aufbaut, ist auch der Innenraum etwas befremdlich. Nicht, dass es nicht hochwertig oder schick ist, nein. Es ist ganz einfach so, dass jeder, der in einen Volvo einsteigt, sofort die nordische Handschrift erkennt, die im XC40 etwas verwischt zu sein scheint. Die schwedischen Designer zeigen im Innenraum weniger das elegante Scan-Design als effekthaschende Alublenden und grell-orangefarbene Teppiche. Es ist zwar nur eine Option, aber nicht wirklich Volvo-Style. Sinnvoll und praktisch hingegen sind die cleveren Detaillösungen des XC40. So bieten etwa die seitlichen Türinnentaschen durch den Verzicht auf Lautsprecher ordentlich Platz für Laptops, Tablets oder auch große Wasserflaschen. Auch der 460 Liter große Kofferraum lässt sich gegen Aufpreis mit einem faltbaren doppelten Boden inklusive drei integrierter Haken so konfigurieren, dass weder Koffer noch Einkauf verrutschen können. Keine Abstriche macht Volvo bei den Sicherheitskomponenten. Hier sorgen neben Airbags, ABS und ESP
Ein Kollisionswarner, der auch bei entgegenkommendem Verkehr eingreift, ein Spurverlassenswarner mit Lenkeingriff und das City Safety Notbremssystem für Sicherheit. Volvo scheint derzeit viel richtig zu machen. Es kann also nur weiter aufwärts gehen.